Dann habe ich heute Morgen tatsächlich, als ich mich aufgemacht habe, habe ich mal zwei Düfte getestet, die mir der Benjamin freundlicherweise zugeschickt hat. Und zwar sind das zwei Düfte von Clive Christian. Einmal der L for Men und einmal der Clive Christian C for Men. Und ihr habt vielleicht auf Instagram geschaut, ich war nicht sehr begeistert von dem C for Men, weil der nämlich sehr ähnlich zu dem Tom Ford Tuscan Leather ist. Und das ist für mich natürlich ein sehr guter Impuls, hier auch nochmal drüber zu sprechen, weil ich das nämlich echt heftig finde und das einfach auch mal jetzt die beiden mal vorstellen wollte. Fangen wir einfach mit dem L mal an, bevor ich mich hier negativ über den C auslasse. Der L ist nämlich, finde ich, sehr ähnlich zu so einem Chanel-Duft, den ich mal getestet habe, den Anteos tatsächlich von Chanel und auch zu dem Kuros von Yves Saint Laurent. Also der hat ein bisschen was von so einem luxuriösen Kernseife, ähnlich wie der 1872 beziehungsweise der Number One von Clive Christian, die ich ja auch schon mal getestet habe. Deshalb war ich von diesem Duft auch nicht so übertrieben begeistert, sage ich jetzt mal, weil ich es irgendwie so ein bisschen schon kannte. Und ich glaube, dass diese Art luxuriöse Kernseife einfach jetzt schon zwei, dreimal irgendwie bei Clive Christian aufgetaucht ist. Und es gibt eben außerdem ja sowas wie Anteos von Chanel oder den Yves Saint Laurent Kuros. Das sind beides auch sehr, sehr gute Düfte, die relativ preiswert sind. Deshalb fand ich es auch hier, ähnlich zu dem Manhattan von Roja, habe ich auch so ein bisschen so einen fiesen Beigeschmack gehabt, sage ich jetzt mal, weil es einfach ein bisschen zu bekannt für mich war. Was ich an L und an C sehr geil finde, bei dem C werde ich das gleich auf jeden Fall auch nochmal sagen, ist, dass die sehr komplex sind. Also auch wieder wie bei dem Manhattan, der muss sich auch mit günstigeren Düften vergleichen, aber die sind einfach alle deutlich komplexer und viel, viel besser gemacht. Also man merkt einfach, dass die handwerkliche Qualität da sehr, sehr geil ist, aber nichtsdestotrotz ist es einfach von dem, wie es gemacht ist und was so die DNA ist, ist es einfach sehr, sehr begrenzt. Also eine luxuriöse Kernseife, bisschen pudrig, bisschen würzig, bisschen grün. Also ähnlich wie bei dem Chanel von Anteos, der ja auch eine sehr grüne und dunkle Komponente hatte und dann erst in dieses sanfte, seifige übergegangen ist, ist es eben auch hier so bei dem C, dass der, ja, keine Ahnung, so ein bisschen grün-dunkel startet und einfach dann so eine luxuriöse Seifenkomponente übergeht. Ja. Von daher auf jeden Fall ein schöner Duft, aber ich muss mich fragen, ob man dafür jetzt 300 Euro ausgeben sollte. Ja, den V würde ich auch gerne testen mal, aber ich muss ehrlich sagen, je mehr ich von dem Haus teste, desto mehr zeigt sich, dass ich den X einfach bis jetzt am besten finde. Es ist schon extrem, extrem hochpreisig, das muss man sagen. Das könnt ihr jetzt, wenn ihr das auf YouTube schaut, nicht sehen, aber der Don Sonderson schreibt gerade in den Chat, meinst du, die Marke ist ihren Preis wert? Ich habe zum Glück 1872 und X for Men mit 30% Nachlass bekommen. Oha, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Deal und für den X for Men würde ich, glaube ich, so viel ausgeben, weil der auch einfach extrem lange hält und eine sehr, sehr schöne Kardamomnote hat. Aber allgemein muss man sagen, auf jeden Fall sehr hochpreisig. Und wenn man jetzt nicht der absolute Jäger von den hochqualitativen Inhaltsstoffen ist, dann macht das meiner Ansicht nach nicht so extrem viel Sinn. Weil auch hier die Haltbarkeit nicht so krass war. Bei Anteos war die Haltbarkeit besser von Chanel und er hat sehr, sehr viel mit dem gemeinsam. Deshalb, Anteos kriegst du für 80 Euro schon. Da muss man sich auf jeden Fall überlegen, ob das das Geld wert ist. Noch schlimmer sieht es meiner Ansicht nach bei dem C for Men aus, weil das nämlich ein Duft ist, der sehr in Richtung von Tuscan Leather von Tom Ford geht. Und der hier kostet, ich meine, die 50 Milliliter kriegst du für 350 Euro. Das heißt, weiß ich nicht, 700 Euro für 100 Milliliter ist eine ziemlich fette Ansage. Also es ist auf einem Niveau mit Roja Parfums und dafür ein Parfum zu bekommen, was ähnlich riecht wie Tuscan Leather, bin ich persönlich, ich sag's euch ganz ehrlich, eine absolute Frechheit. Ja? Also auch hier wieder ist es so, dass die Performance, also das nicht die Performance, dass die Qualität von den Duftinhaltsstoffen und dass die Art und Weise, wie der Duft gemacht ist, der ist extrem vielschichtig. Die Qualität von den Inhaltsstoffen ist geil, das riecht man auf jeden Fall raus. Es riecht sehr, sehr hochwertig und deutlich komplexer und irgendwie auch so ein bisschen spannender als der Tuscan Leather, aber rechtfertigt das den Preis von 600 noch was Euro für 100 Milliliter? Ich glaube nicht. Tuscan Leather war für mich schon sehr teuer für das, was er gemacht hat, aber jetzt das Ganze nochmal auf so eine Luxusschiene zu katapultieren, finde ich persönlich bei aller Liebe nicht gerechtfertigt. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass der immer so ein bisschen hin und her schwankt von der DNA her zwischen einem wirklich sehr deutlichen Tuscan Leather Klon und einem etwas sanfteren, milderen und einfach auch irgendwie vielschichtigeren Leder. Das ist halt ganz spannend, aber man muss sagen, es ist einfach zugleich. Es ist einfach zugleich zu dem Tuscan Leather. Und ich habe eben extra nochmal nachgeschaut im Internet, weil ich nämlich wissen wollte, wann der rausgekommen ist. Ja, weil ich echt nicht mehr sicher war, habe mir jetzt gedacht, nicht, dass ich, wenn ich jetzt gleich streame
und dann in einem Video sage, dass der Clive Christian C. eine Kopie von dem Tuscan Leather ist. Nicht, dass die Leute mich dann belehren, dass der viel früher rausgekommen ist, aber nee, er ist tatsächlich 3 Jahre später rausgekommen, weil Tuscan Leather ist 2007 rausgekommen und der Clive Christian Duft 2010. Also ist hier auf jeden Fall ein bisschen inspiriert worden, würde ich mal fies behaupten. Und ja, spätestens so nach 2 Stunden geht er dann einfach sehr in eine ähnliche Richtung und es ist dann fast identisch auf meiner Haut mit dem Tuscan Leather. Deshalb auf jeden Fall an dieser Stelle ein fettes L für den C4Man und ja, ganz in Ordnung für den L4Man, weil den L fand ich wirklich ganz okay. Aber auch hier, ne, der Preis ist auf jeden Fall da und da muss man sich wirklich die Frage stellen, ob man bereit ist, so viel Geld dafür auszugeben. Und Number One ist auch, finde ich, ganz gut gewesen, aber wie ihr schon sagt, für den Preis her sehr, sehr teuer.